Genau jetzt ist die richtige Zeit, um neues PSN-Guthaben aufzuladen. Geht auf Ineva.com, besorgt euch Borderlands 3, das neue FIFA, Modern Warfare, worauf ihr Bock habt. Gestern habe ich mir erstmal für 75 Euro für Borderlands 3 PSN-Guthaben geholt und habe 59 Euro gezahlt. Ab, Leute. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es kommt eine Serie wieder, die haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Und das ist ein gutes Zwischending zwischen Warzone, Multiplayer, MW und Black Ops 4, was ich in den Streams aktuell spiele. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dürft ihr auch sehr, sehr gerne auf Twitch vorbeikommen. Twitch TV kommen, Shepherdfeuer ist ziemlich easy zu finden. Ihr habt heute die Chance, euch die für mich beste Klasse und die beste Waffe vor allen Dingen in Warzone anzuschauen. Und zwar die Grau 5,56mm. Die ist aus der zweiten Season, das heißt, die meisten von euch werden sie mit Sicherheit bereits haben. Es ist für mich die mit Abstand beste Waffe in Warzone, die man spielen kann. Und ich möchte euch heute die ganz normalen Stats zeigen, die Waffencharakteristiken und alles, was dazugehört. Und dann werde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, wie ihr sie spielen solltet, beziehungsweise wie ich sie in Warzone spiele, werde ich euch präsentieren. Und ihr könnt dann entscheiden, ob das für euch eine Waffe ist, die so Sinn ergibt oder ob ihr vielleicht einzelne Sachen ändern wollt. Vorab, ich bin der Auffassung, dass die Grau in Warzone sowohl die Kilo als auch die M4 schlägt, und zwar mit Abstand. Aber kommen wir zu den ganz normalen Stats erstmal. Lass uns dabei mit dem Schadensprofil anfangen, das ist bei jeder Waffe in COD eigentlich das Wichtigste. Wir haben Schadenprofile von 28, 23 und 18. Das bedeutet, auf die jeweilige Entfernung macht ein Schuss in den Oberkörper, in den Fuß, in die Hand, sonst wo genau diesen Schadensprofil. Das bedeutet, um den Gegner mit 100 Leben zu töten, brauchen wir 4, 5 oder 6 Schüsse. Wenn wir das Ganze mit einem Headshot multiplizieren, wir haben ja einen ziemlich hohen Headshot-Multiplier hier in COD, der liegt bei 1,49 bei der Grau. Das bedeutet, wenn wir mit den Headshots einen treffen, erhöht sich das Profil auf 42, 35 oder 27, was bedeutet, dass wir aus der 4-Schuss-Kill-Range bei naher Entfernung mit 2 Headshots und einem in die Brust auch 3 Schüsse nur noch brauchen. Das wiederum bedeutet, dass wir auf jeden Fall, um diese 4 Schuss runterzukriegen, 2 Headshots mindestens brauchen. Die Feuerrate liegt bei 750 Rounds per Minute, das heißt 750 Schuss pro Minute, wenn man theoretisch nicht nachladen müsste. Damit ist sie nicht die schnellste aus der ganzen AR-Kategorie. Da haben wir nämlich zum Beispiel die M4 mit dem 9mm Umbaukit oder die Standardversion der Kilo. Die Kilo liegt bei knapp 780 Schuss pro Minute, das heißt, es ist relativ im Mittelmaß, aber die Time to Kill liegt dadurch, dass wir den Headshot-Multiplayer haben bei 240 Millisekunden, 320 Millisekunden. Millisekunden beziehungsweise auf ganz große Entfernung 400 Millisekunden. Wenn wir aber aus kurzer Entfernung 2 Headshots treffen und einen ganz normal in die Brust, in den Körper, macht es aus der Grau eine 3-Schuss-Waffe, die eine Time to Kill von 160 Millisekunden hat. 160 Millisekunden ist unglaublich schnell. Für jeden guten Gamer eigentlich wichtig, was ist die Aimdown-Sighttime? Ich habe sie jetzt auf ganz stumpf Deutsch gemacht, weil viele gesagt haben, dass sie mit den englischen Begriffen nicht klarkommen. Verzeiht mir die, die ganz normal Englisch sprechen, es ist nicht böse gemeint. Die Aimdown-Sighttime liegt bei 234 Millisekunden. Das ist nicht sehr, sehr langsam, das ist aber auch nicht sehr schnell, relativ im Standard. Wenn wir beim Standard-Sprint sind, liegt die Sprint-Out-Time bei 267 Millisekunden. Das bedeutet, die Sprint-Out-Time ist die Zeit, die wir, wenn wir den Sprint abbrechen, brauchen, bis die Waffe bereit ist zum Schießen. Wenn wir den Super-Sprint nehmen, ihr kennt das, man kann ja mit Double-Tap ein bisschen schneller laufen, liegt die bei 400 Millisekunden. Das heißt, das sind relative Standardwerte, machen die Waffe jetzt in keinerlei Hinsicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Movement Speed von der Grau liegt bei 97%. Das bedeutet, dass wir nur 3% von den 100 entfernt sind. Movement Speed mit einer R bei 97% ist unglaublich schnell. Und gerade in Warzone ist das unglaublich hilfreich, wenn man vielleicht mal gerade irgendwo einen schnellen Taktiksprint machen möchte, wenn man irgendwo in Deckung gehen möchte oder ähnliches. Leider überträgt sich die Movement Speed nicht auf die ADS-Time. Das heißt, wenn wir im Scope sind, wie langsam bzw. wie schnell nach rechts und links gehen, während wir durchs Visier gucken, das liegt relativ stark. Standard für ein Sturmgewehr ohne Schaft bei 53%, aber Movement Speed von 97% ist mit Abstand die schnellste aus der Kategorie der ARs.
Wichtig für erstes natürlich auch, wie der Idle-Sway ist. Das heißt, wenn ich im Visier bin, wie sehr wackelt die Waffe. Und bei der Grau ist es tatsächlich so, dass egal welchen Aufsatz man drauf hat, auch komplett ohne Aufsätze, der Idle-Sway sehr, sehr gering ist. Das heißt, wir können unser Visier sehr, sehr gut im Auge behalten. Etwas sehr Spezielles bei der Grau, was ich persönlich sehr, sehr schätze, ist, dass wir, je nachdem welchen Lauf wir auf die Waffe setzen, wir verschiedene Visiere auch haben. Das Standardvisier der Grau ist zum Beispiel nicht das schönste, finde ich. Wenn wir den großen 26,4 Zoll Archangel Barrel nehmen, haben wir das beste Visier für die Waffe und brauchen im Prinzip auch kein extra Visier, sondern haben das Iron Sight, was einfach gut aussieht. Ihr seht das hier auch, die Rückstoßkontrolle, je nachdem welchen Lauf man nimmt, verändert sich. Der 26,4er war der erste, den wir getestet haben. Und wenn ihr euch das links mit rechts anguckt, links ist viel, viel weiter beieinander. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur eine Möglichkeit, dass wir einen Griff auf die Waffe machen oder einen Unterlauf, der für uns dafür sorgt, dass der Rückstoß ein bisschen weniger in die Vertikale geht. Und schon haben wir einen riesigen Vorteil in Gunfights und können auch Waffen wie die M4 schlagen, gerade auf Distanz, weil die Grau, was die Distanz angeht, das beste Schadensprofil von allen ARs hat. Jetzt habt ihr natürlich gesehen, wie die Basisstatistiken von der Waffe sind, welche Möglichkeiten wir haben. Jetzt möchte ich aber noch, dass ihr auch seht, wie ihr die Waffen ungefähr spielen könnt. Und da habe ich für euch zwei Möglichkeiten. Und das Ganze basiert ganz klar nur auf Warzone. Für den Multiplayer gibt es noch viele verschiedene Varianten, die man da theoretisch nehmen könnte. Da müsst ihr selber gucken, was euch mehr gefällt, denn ich persönlich spiele den Multiplayer halt eigentlich nicht. Deswegen wäre es unsinnig, wenn ich euch da Klassen irgendwie verrate. Vor allen Dingen, weil ich im Multiplayer absolut abkacke in den Lobbys, die ich bekomme. Deshalb macht es keinen Sinn, euch da irgendwie zu verraten, was da Schönes ist. Ich zeige euch die Klassen, wie ich sie in Warzone spiele, und es würde mich interessieren, ob ihr das ähnlich so seht. Das ist meine absolute Go-To-Klasse in Warzone. Ich habe bisher, glaube ich, 77, 78 Siege damit gemacht. Die Grau zusammen mit den Aufsätzen, die ich euch zeige, den Raketenwerfer dazu, denn Autos, LKWs, Helikopter, ihr wisst, das sind Probleme. Kaltblütig, weil Thermalvisiere sehr, sehr stark sind in dem Game. Dazu auffüllen. Einige werden sich wundern, ich spiele nicht mit Geist, denn es ist selten, wenn ich nicht gerade ganz alleine spiele, dass eh alle Teammitglieder Geist haben. Und gerade wenn man am Anfang der Zone ist, braucht man Geist nicht, weil man genug Platz hat, um zu manövrieren. Und am Ende der Zone braucht man Geist nicht, außer man möchte in den Häusern campen. Das tun wir in den Gruppen nicht. Dazu eifrig, weil ich die Waffen schneller wechseln möchte. Gerade von Sturmgewehr auf Raketenwerfer oder nachher Sturmgewehr auf Sniper ist das hilfreich. Dazu C4 und Blendgranate. Wer schon mal eine Blendgranate in Warzone abbekommen hat, weiß, wie stark die sind. Und C4 mit auffüllen für jedes Auto, was uns entgegenkommt. Auf der Grau haben wir verschiedene Aufsätze, ich zeige euch die hier. Den 26 Zoll Archangel Barrel habe ich euch gezeigt. Dazu den Griff XRK Void. Das ist wirklich die beste Kombi, weil alle Nachteile, die der Archangel für euch hat, werden durch den XRK Void Griff weggemacht. Dazu den Ranger Foregrip, dass wir die besagten Rückstoß unter Kontrolle haben. 60 Schuss Magazin, damit ihr mehr als ein oder zwei Gegner in Warzone töten könnt. Und selbstverständlich der Monolith Schalldämpfer, weil es der beste Schalldämpfer in dem Game ist und die Waffe deutlich, deutlich mehr Schaden auf Reichweite schafft. Was ihr ebenfalls machen könnt, das ist die zweite Option. Ihr könnt die Grau etwas ändern und auch das Klassensetup und nehmen statt dem Raketenwerfer die HDR dazu. Die HDR ist die mit Abstand beste Sniper, die wir in dem Game aktuell haben. Da zeige ich euch auch die Aufsätze für. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr einen der beiden Snipers für euren Spielstil wirklich nutzt. Die HDR ist eher für die Longshot Ranges, die AX50 eher für die kurzen Ranges. Ich bin ein großer Fan von der HDR. Ich zeige euch auch ganz genau, warum die wirklich so hilfreich ist. Und zwar, weil sie One-Shots auf Entfernung trotz Körperrüstung schafft, mit den richtigen Aufsätzen. Das heißt, ihr guckt bei dem Barrel, was ihr haben wollt, ihr guckt bei dem Unterlauf, ihr guckt, dass ihr die neuen Schuss ins Magazin tut. Dazu spielt ihr dann eben Overkill, ganz normal, damit ihr wirklich die Chance habt, mit der Grau weiterzuspielen, denn nur die Sniper wird schwierig. Bei der Grau wollen wir, weil wir jetzt eine sehr, sehr gute Waffe für die Range haben, gucken, dass wir sie für die kurze Distanz noch etwas besser machen. Das bedeutet, wir nehmen den Shaft, beziehungsweise es heißt ja ohne Shaft, dass wir da die Möglichkeit haben, schneller in den Scope reinzugehen und haben dann die Möglichkeit, zusammen mit dem neuen Unterlauf wirklich auch auf kurze Distanz sehr, sehr schnell im Ziel zu sein. Das sind im Prinzip meine Go-To-Klassen-Setups, die ich in Warzone benutze. Sowohl im Solo, genauso wie bei den Trios, genauso wie beim Squad. Und
es wird sich doch mal ein bisschen ändern, wenn jetzt Duos demnächst rauskommen, weil man bei Duos einfach da denken muss, dass man gerade mit Geist vielleicht am Ende der Zone, wenn sich Leute nicht mehr so viel bewegen, bessere Chancen hat. Das wird dann aber in einem separaten Video nochmal aufgefrischt sozusagen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen klar machen können, warum die Grau für mich die mit Abstand beste Waffe im Warzone ist. Und mir persönlich macht es sehr, sehr viel mehr Spaß, damit zu spielen, als mit der M4, die ich im Prinzip die ersten 2 Wochen vom Multiplayer durchgängig gezockt hatte. Und leider sehe ich auch immer noch genug Leute, die es immer noch so machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Teilt das Video, helft mir ein bisschen Reichweite zu gewinnen. Ich danke euch, ich bin raus, haut rein.